Ich habe euch heute ein neues Tutorial gedreht und zwar mit der neuen Jouer Cosmetics Rose Gold Palette. Wenn ihr wissen wollt, wie die anderen Produkte aus der Kollektion aussehen, dann schaut unbedingt bei meinem Instagram vorbei. Als erstes starte ich mit dem pinken Lidschatten aus der Palette und zwar die Farbe Orchid. Und ich fange immer bei meinem Look so an, dass ich die dunklen Farben am Ende von meinem beweglichen Lid auftrage, also im Außenwinkel. Und mit dem Blende-Pinsel arbeite ich dann den Lidschatten in die Lidfalte ein und zwar immer mit diesen Bewegungen von außen nach innen. Also der pinke Lidschatten ist an sich gut pigmentiert, aber ich baue das Ganze halt noch ein bisschen auf und verblende es halt immer wieder, einfach damit die Übergänge nicht so hart sind und es gut verblendet ist. Den pinken Lidschatten trage ich dann auch unter meinem Auge auf, unter meiner Wasserlinie und zwar am besten mit einem flachen, kurzen Lidschattenpinsel. Als nächstes benutze ich dann den roten Lidschatten und zwar die Farbe Rosewood, einfach damit das Ganze noch ein bisschen dunkler wird und die Farbe ein bisschen intensiver. So. Unter meinen Augenbrauen trage ich dann den Lidschatten Rose Quartz auf, so als Highlight. Übrigens, den gibt es auch als großen Highlighter von Jouer. Dann benutze ich den dunkelbraunen Lidschatten Cedar und zwar um die Lidfalte ein bisschen dunkler zu machen, damit die Cut Crease noch intensiver wirkt. Als nächstes benutze ich den Blush Hour Cosmetics Cream Eyeliner in Weiß und den trage ich mit einem ganz flachen Concealer-Pinsel auf, um damit meine Cut Crease zu malen. Dann benutze ich den pinken Lidschatten und den trage ich mit dem kleinen Blendepinsel nochmal am Ende auf, einfach damit ein schönerer Übergang zur Lidfalte entsteht. Vorne im Innenwinkel trage ich jetzt die Farbe Lace auf, das ist matter Lidschatten. Und danach gehe ich mit der Farbe Rose Quartz nochmal hinterher, also nicht darüber, sondern einfach ein Stück weiter hinten, damit so ein schöner Übergang von matt zu schimmernd entsteht. Als Farbübergang von Weiß zu Pink benutze ich jetzt die Farbe Rose Gold. Das ist so ein richtig schöner Kupferton, also Roségold. Sieht mega schön aus. Und ich finde, der passt halt auch perfekt mit Pink zusammen. Mit dem pinken Lidschatten verblende ich das Ganze dann auch nochmal am Ende von der Cut Crease. Dann gehe ich nochmal in die dunklen Lidschatten rein, in die Farbe Cedar und zwar um die Wimpernkranz so ein bisschen zu verdichten mit einer dunklen Farbe. Also ich finde, es sieht immer schön aus, wenn man Wimpern trägt und es halt darüber noch ein bisschen dunkler ist. Und das mische ich auch mit dem pinken Lidschatten, also mit dem dunkelbraunen und dem pinken, damit es nicht ganz zu dunkelbraun wird. Rose Quartz trage ich jetzt auch nochmal vor meinem Innenwinkel auf. Wegen dem Glitter trage ich mir jetzt noch loses Puder auf, falls was runterfällt. Und dann benutze ich den NYX Glitter Primer. Den trage ich zuerst auf dem Auge auf und dann kommt das Glitter von Eye Kandy Cosmetics und zwar in der Farbe Mystical Maia. Und das drücke ich mit einem flachen Lidschattenpinsel jetzt auf meinem Auge an. Das restliche Glitter kann ich jetzt mit dem Puder einfach wegwischen und dann sind wir schon bei den Wimpern angekommen. Die tusche ich jetzt mit der Rock Couture Mascara von Catrice, die mag ich ganz gerne. Und dann benutze ich die Melody Lashes Attitude und die klebe ich jetzt an. Und so sieht schon der fertige Look aus. Ich hoffe, dass euch das Make-up gefällt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so darüber denkt und was ihr vielleicht für andere Tutorials in Zukunft sehen möchtet. wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und mehr Make-ups von mir, auch so kreativere Sachen, findet ihr auf meinem Instagram. Und zwar unter dem Namen BeautyPalmira. Ich hoffe, dass wir uns dort oder hier auf meinem Kanal wieder demnächst sehen. Bis dann!